Okay, herzlich willkommen bei Cord Electronics. Mein Name ist Mika Dauphin vom 3H-Vertrieb. Wir sind der Vertrieb für Cord Electronics in Deutschland und in Österreich. Wir sind froh, dass wir mit Cord Electronics einen Partner gefunden haben, der uns eine Vielzahl an Möglichkeiten und tollen HiFi-Produkten gibt. Cord Electronics zeichnet vor allem zwei Dinge aus. Zum einen, die Kerntechnologie, die John Franks erfunden hat, sind die Schaltnetzteile. Er war einer der ersten Hersteller, der geschafft hat, Schaltnetzteile in HiFi-Geräte zu bauen. Und hat dabei vor allem die negativen Einflüsse, die man Schaltnetzteilen nachsagt, geschafft zu eliminieren, indem er extrem viel Sorgfalt hat walten lassen. Ursprünglich kommt John Franks aus der Flugzeugindustrie. Von daher ist ihm vollkommen klar gewesen, was Netzteile machen müssen, wenn sie in Flugzeugen verbaut werden. Sie müssen perfekt funktionieren in allen Situationen. Und das tun sie auch hier in den HiFi-Geräten. Wenn man Cord Electronics als Gesamtfirma sich anschaut, dann gibt es verschiedene Themenbereiche. Wir fangen hier jetzt als allererstes an mit den klassischen HiFi-Geräten. Wir haben hier jetzt eine Reihe von Geräten. Wir haben hier einen großen Monoblock Ultima 2. Wir haben hier die zweitkleinste Vorstufe, die mittlere Pre 2 mit der Ultima 5 Stereo-Endstufe. Und letztes Jahr, genau hier auf der Messe, wurde die neue kleine Vorstufe Pre 3 vorgestellt, die auch beim HiFi Forum Beiersdorf zu hören ist. Dazu haben wir dann passend die kleinste Endstufe, die Ultima 6 Stereo-Endstufe. Was vielen Leuten in der Vergangenheit und in der jüngeren Vergangenheit bei Cord Electronics vor allem bekannt war, sehen wir hier drüben, und zwar die Digitaltechnologie, DA-Wandler. Wenn man sich so die Reputation in der letzten Zeit anschaut, dann kam die vor allem über die DA-Wandler. Das Besondere bei den DA-Wandlern ist, dass es frei programmierbare Chips sind, FPGAs. Kein anderer Hersteller verwendet im Augenblick diese Technologie. Das sagt, der ganze Code, der hier in dem Wandler drin verbaut ist, ist von Cord Electronics geschrieben, und zwar von Mr. Watts. Allein hier im Dave sind es ungefähr 1 Million Codezeilen, die gebraucht worden sind, um aus dem einen der besten Wandler zu machen, die im Augenblick erhältlich sind. Auffällig, der Dave, der hier steht, ist mittlerweile knapp 7 Jahre alt, aber gilt immer noch als einer der besten verfügbaren Wandler auf der Welt. Das zeigt, wie weit Cord Electronics in der Digitaltechnologie auch ist. Passend hier zur Pre 3, die dieses Jahr vorgestellt ist, machen wir jetzt einen Sprung hier rüber und zeigen hier jetzt das neueste Gerät genau in Verbindung mit dem Dave als Wandler. Wir haben hier aus der Ultima-Serie erstmaligen Vollverstärker und wir erwarten den Vollverstärker im Spätsommer, im frühen Herbst, dass er erhältlich ist. Das ist eine Weltpremiere und alle sind hier natürlich eingeladen, mal mitzubekommen, was der neue Ultima-Vollverstärker macht. Von der Idee her ist es wie die Pre 3. Wir haben dort jeden Eingang ist separat isoliert und vom Netzteil natürlich auch wieder ein Schaltnetzteil, was wir von allen Cord Electronics Geräten kennen. Und was die Besonderheit ist, wir haben wieder viele kleine MOSFETs, die die Geschwindigkeit von Cord Electronics ausmacht. Wenn wir die HiFi-Geräte hier mal hinter uns lassen, dann gibt es einen zweiten Bereich, der bei Cord Electronics extrem populär ist. Vor vielen Jahren, das ist vermutlich mit das erfolgreichste Produkt gewesen, was Cord Electronics auf den Markt gebracht hat, hat Cord Electronics das Produkt Mojo auf den Markt gebracht. Das ist ein transportabler Digital-Analog-Verstärker und auch gleichzeitig ein Kopfhörerverstärker. Und viele Menschen haben, ich glaube 17.000 bis 20.000 Leute, haben diesen Verstärker mitgenommen, um auch auf Reisen perfekt Musik zu hören. In diesem kleinen Gerät, im Mojo 2, ist genau der gleiche frei programmierbare Chip entbaut, der auch im Dave drinnen ist. Also auch bei diesen Geräten kauft Cord Electronics keine digitalen Chips zu, sondern entwickelt die von Grund auf selber. Der Mojo 2 ist verfügbar für 650 Euro und auch dieses kleine Gerät wird in Europa, wird in England gebaut. Wer ein bisschen mehr haben will und Anspruch haben, kann weitergehen und zwar zum Hugo 2. Letzten Endes die gleiche Idee wie beim Mojo 2, nur in der ganzen Aufbereitung nochmal deutlich weiterentwickelt als Mojo 2. Hat auch ein bisschen mehr Leistung, sodass auch größere und anspruchsvollere Kopfhörer mitbetrieben werden können. Kunden, die sich ein schönes System für den Schreibtisch zum Beispiel wünschen, kommen hier auf ihre Kosten. Wir haben hier einmal einen Kopfhörerverstärker Annie, an dem man zum Beispiel aber auch gleich noch Lautsprecher mit anschließen kann. Er liefert 2x10 Watt. Und dann haben wir hier mit dem Q-Test einen DA-Wandler,
der auch an jede HiFi-Anlage mit angeschlossen werden kann. Phono-Liebhaber kommen mit dem Huawei auch auf ihre Kosten und so kann man ein komplettes HiFi-System mit der Qtest-Serie letzten Endes abdecken. Ich bedanke mich für euren Besuch hier auf der High-End und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick für die Cord Electronics Produkte geben. Jeder ist eingeladen, um sich die Vorführung hier anzuhören. Wer es nicht schaffen sollte, kann gerne danach herzlich zum HiFi Forum Beiersdorf kommen, die Cord Electronics in breiter Menge in der Vorführung haben und sich dort überzeugen, was Cord Electronics Schönes baut. Vielen Dank.